Titel meines Vortrags lautet ja Effizienz vor Resilienz. Das sind jetzt zwei Begriffe, die jetzt mal schön nebeneinander klingen. In der Vorbereitung ging manchmal so schlaglichtartig durch den Kopf Effizienz oder Resilienz statt Effizienz, Effizienz statt Resilienz. So, und am Ende kam dann als Titel raus Resilienz vor Effizienz. Und jetzt zu Beginn möchte ich dir mal noch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. So, schöne Begriffe, klingende Worte, über was reden wir hier überhaupt? Die Effizienz, beginnen wir mit der, das ist ein Begriff, der unheimlich prominent ist. Wenn man in Google eingibt, kriegt man 4,5 Millionen Treffer. Das Wirtschaftsleben ist komplett durchdrungen von Effizienz. Es geht um Zielerreichung, es geht um Wirtschaftlichkeit, es geht um Kosten und in der aktuellen Ausprägung praktisch immer um Kostenreduzierung. Mit möglichst wenig Kosten möglichst viel Effekt machen. Der Roger wird nachher noch ein schönes Beispiel dazu bringen mit einem Baum und einem Apfel. Also ich darf ich da kurz vorgreifen. In der Effizienz geht es, mit möglichst wenig Kosten möglichst viele Äpfel an dem Bäumchen zu hängen haben. Die Resilienz ist ein Begriff, der so langsam hier und da hochpoppt, aus der Forstwirtschaft, aus der Ökologie. In der Vorbereitung des Vortrags, bei Google findet man auch schon, aber nur 400.000 Treffer, habe ich auch mal dann im Brockhaus nachgeschlagen. Effizienz habe ich dort auch schon gefunden. Meine Ausgabe ist nur ganz die jüngste, in der stand Resilienz noch gar nicht drin. Also was bedeutet Resilienz? Es geht zurück auf ein lateinisches Wort. Zurückprallen heißt es wörtlich und es beschreibt die Stabilität, die Robustheit eines Systems, sich von Störungen zu erholen. In der Wikipedia gibt es so ein schönes Bild, das wir alle aus der Schule, aus dem Physikunterricht kennen, die Wanne mit der Kugel, die hier hin und her rollen kann. Und wenn die Kugel hier unten liegt, das ist ein physikalisch resilientes System, man schubst die Kugel an und die geht von allein wieder in die stabile Ausgangslage zurück. Soweit, so einfach. Resilienz ist auch ein Begriff aus der Psychologie und der ist mir ganz wichtig. Eine resiliente Persönlichkeit und ein resilienter Charakter ist robust gegen Schicksalsschläge, Krisen. Also Kinder, die eine schwere Kindheit hinter sich haben und, wie man so schön sagt, trotzdem zu gesunden Erwachsenen herangereift sind. Entschuldigung, die Formulierung habe ich in einem Psychologiebuch gefunden, die stammt nicht von mir. Die bezeichnet man als resilient. So. Resilienz, Effizienz. Warum halte ich den Vortrag? Jetzt kommt langsam meine persönliche Motivation rein. Die Effizienz wird zurzeit, eigentlich müsste ich da jetzt so ein Kärtchen hinmachen, sehr, sehr groß geschrieben. Für meinen Geschmack viel zu groß. So. Es kommt noch was anderes hinzu. Nicht nur, dass die Effizienz sehr groß geschrieben wird, wir müssen auch gucken, in welchem Kontext die sehr groß geschrieben wird. Ich habe hier Unternehmung drauf geschrieben. Ich führe den Begriff ganz bewusst ein. Es gibt den Begriff des Unternehmens, es gibt den Begriff des Projektes und die gehen zurzeit unglaublich durcheinander. Ein Unternehmen ist ein Projekt. Ein Unternehmen ist eine Sequenz von Projekten. Ein Projekt ist wie ein Unternehmen. Ein Projekt sollte wie ein Unternehmen geführt werden und kreuz und quer. Und dieser Begriffsverwirrung entgehe ich jetzt einfach mal mit einem Kunstgriff. Ich führe den Begriff der Unternehmung ein. Eine Unternehmung sei ein Vorhaben von mehreren Menschen mit einem nicht ganz gewissen Ziel, nicht ganz gewissen Ziel, ob das jetzt ein echtes Unternehmen ist, ein Projekt, ein fabrizierendes Gewerbe, eine Familie,
eine Kindertagesstätte, was auch immer. Und Menschen, die in diesen Unternehmungen zusammenarbeiten. So, und was, ich glaube, der SV Unterhaching wäre tierisch sauer, wenn ich jetzt hier einen Blitz auf dieses Board mal. Also, was ich im Moment beobachte, ist, dass diese alles beherrschende Effizienz inzwischen auch auf die Menschen drückt. Und zwar wirklich, ich benutze jetzt ganz bewusst das Wort des Sündenfalls. Diesem Fetisch der Effizienz werden Menschen geopfert. Das hat Krankenhäuser erreicht, Kindertagesstätten. Wenn ich mir anschaue, dass ein Team von Erzieherinnen da sitzt und eine Excel-Tabelle ausfüllt, wie viel Zeit pro Kind in welchem Kontext verwendet werden darf. Haben wir es noch alle? ISO 9000. Effizient. Muss alles effizient sein. Müssen wir das Effizienz? Gemäß der wirtschaftstheoretischen Definition, ja. Weil dahinter steckt ja, wir wollen ja die Dienstpläne komprimieren und vielleicht mit einer Erzieherinnenstelle weniger auskommen. Ja, leider, das ist das Opfer auf dem Altar der Effizienz. Noch schlimmer, im Krankenhaus, da liegt ein sterbender Mensch, dem man dessen Hand mal halten sollte, den man füttern müsste. Aber wenn halt nur 7,5 Minuten pro Pflegeeinheit da sind, ja, okay. Das ist der Punkt, wo ich sehr emotional werde. Aber das ist die Motivation, über dieses Thema zu sprechen. So. Effizienz. Resilienz. Ich mache die Menschen ganz kurz weg. Zwei rhetorische Fragen möchte ich jetzt einwerfen. Ich sprach von der Unternehmung. Erste, soll eine Unternehmung oder muss eine Unternehmung heutzutage resilient sein? Und da sage ich ja. Ob Wirtschaftsleben oder auch soziales Leben ist heute durch Globalisierung, durch die zunehmende Geschwindigkeit, die Märkte verändern sich schneller, Produktzyklen. Inzwischen kommen ja Nachfolgeprodukte schon auf den Markt, bevor die Garantiezeit des Vorgängers abgelaufen ist. Und da dahinter steckt eine Produktionskette und eine Produktentwicklungskette. Und dann gibt es irgendwo einen Brand in einem Lager in Hintertupfingen und dann können in Südamerika irgendwas nicht mehr produziert werden. Also dieses ganze Geflecht wird eigentlich eine Sequenz von Störungen. Und wenn ein Unternehmen, jetzt wirklich mal Unternehmen, oder auch eine Unternehmung, damit fertig werden will, braucht es eine gewisse Resilienz, Stabilität, diese Störungen verkraften zu können. Also diese Frage beantworte ich ganz dick, ja. Zweite Frage, kann ein effizientes Unternehmen resilient sein? Und umgekehrt, entschiedenes, ja, vielleicht, jein. Es sind auf jeden Fall zwei Pole. Also ein extrem auf effizient getrimmtes Unternehmen kann nicht mehr resilient sein. Ein ganz plakatives Beispiel, jetzt wären wir beim Bahnfahren. Letztes Jahr im Sommer, die Rheinstrecke über Mainz hoch nach Köln, ja, da haben die ICEs in Mainz einfach nicht mehr gehalten. Punkt. Was war passiert? Es ging zwei Wochen lang. Zwei Wochen lang hielten in Mainz keine ICEs und überhaupt keine Fernzüge mehr, um es genau zu sagen. Was war passiert? Ein Mitarbeiter im Stellwerk war krank. Und die hatten in Mainz komplett alle Reserven wegeffizienziert. War keine Chance mehr, den Normalbetrieb eines haltenden Zuges, der 5 Minuten später wieder weiterfährt, aufrechtzuerhalten. Effizienz bis ein Anschlag, eine Störung, vielleicht hat er nur eine Sommergrippe gehabt und ja,
Dann hieß es immer nach Köln fahren und mit der Bimmelbahn wieder nach Mainz zurück. Warum eine Bimmelbahn weniger Aufwand beim Halten macht, ist dann nochmal eine andere Frage. Gut. Das wären zwei rhetorische Fragen. Also wenn ich schon sage, eine Unternehmung sollte heute resilient sein, dann stellt sich natürlich die Frage, was zeichnet eine resiliente Unternehmung aus? Und jetzt kann man hier wieder gedanklich Projekt, Unternehmen, Firma oder sonst was reinsetzen. Und da habe ich drei Säulen aus denen, oder drei Kennzeichen. Das eine ist die Agilität. Da haben die Kollegen vorhin schon viele, viele wichtige Dinge gesagt. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Nachher nochmal ganz kurz, aber einfach eine Geisteshaltung, ein Methodensatz, Selbstorganisation, einfach die Fähigkeit in der Organisation, dass sie agil reagieren kann. Dann das andere, da möchte ich ein bisschen mehr dazu erzählen, habe ich aber auch schon angerissen, am Bahnbeispiel oder an der Seifenkiste, Reserve. Oder an der Rohloff-Narbe. Resilienz, Robustheit gegen Störungen, kommt aus einer Reserve. Wenn man Reserven aufbraucht, wird man störungsintolerant. Und es kann Personalkapazität sein, das können Ersatzgeräte sein, das kann, wie bei mir hier, dass ich ohne diese Kärtchen gar nicht aus dem Haus gehe, weil ich könnte ja immer mal das Notebook ausfallen. Reserve, Plan B könnte man auch sagen. So, ganz wichtige Geschichte. Und jetzt kommt die allerwichtigste. Hier unten hingen ja vorhin auch die Menschen. Und die wichtigste Säule eines resilienten Unternehmens. Und da steht auf der Folie ein paar Worte mehr. Selbstbewusste Menschen mit Selbstvertrauen und jetzt nochmal ein psychologischer Begriff mit hoher Kontrollüberzeugung. Das ist jetzt ein sehr psychologisches Wort. Das bedeutet, wenn ich eine hohe Kontrollüberzeugung habe, dann bin ich durchdrungen von dem Gefühl, irgendwie kriege ich das hin. Eine Anekdote dazu. Eigentlich ist keine Anekdote, sondern hat auch was Tragisches wieder. Produzierendes Unternehmen, Mittelstand, die haben Stahlbehälter für die chemische Industrie gefertigt. Große Stahlbehälter, die innen emailliert wurden. Und die hatten im Betrieb große Öfen, so groß wie dieses Gebäude fast, in die diese Kessel reingefahren wurden und dann eben bei GMAL gebrannt. Extrem hoher Strombedarf, das Fabrikgelände hatte eine eigene Starkstromzuleitung. Und denen ist tatsächlich mal der Bagger über diese Starkstromleitung gefahren. Und dann stand, die haben auch daher war die Bruchstelle klar, und da stand dann der Meister der Instandhaltung vor dem Loch und hat sich überlegt, okay, in meiner Ausbildung habe ich gelernt, wie man das flickt. Habe ich aber noch nie gemacht. Ich weiß zwar, wie es geht, aber wage ich mich daran. Und er hat gesagt, okay, ich weiß, wie es geht. Ich probiere das blöde Kabel zu flicken. Die Werksleitung hat ihn auch gelassen. Er war schließlich der Chef von der Instandhaltung. Der hat das Kabel geflickt und eine Stunde später konnten die wieder produzieren. Die Firma gibt es heute noch. Sie hat keine Instandhaltung mehr. Wenn das heute passiert, dann würde man zuerst mal einen externen Dienstleister anrufen, der vielleicht ein Angebot abgibt. Ich brauch da, glaube ich, gar nicht weiterführen. Eine Instandhaltung ist einmal eine Reserve und zum anderen, der Mensch muss sich das zutrauen und man muss ihn lassen. Er muss das dürfen. Man muss ihn selbst organisiert mit seiner Truppe dieses Ding reparieren dürfen. Da darf kein Manager daneben stehen und sagen, aber jetzt nach DIN 37.12
brauchen wir zuerst eine Gefährdungsanalyse, was da passieren könnte. Okay, und hier kommt die Selbstorganisation wieder ins Spiel. Wenn ich in einer Unternehmung den Menschen die Möglichkeit gebe, sich selbst zu organisieren, selber Führungsstrukturen ausbilden zu lassen, dann lernen die nämlich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Das ist ein brandaktuelles Ergebnis aus einer psychologischen Arbeit, die ich gerade Korrektur lese. Die Psychologie ist ja immer so ein bisschen am Streiten, wie viel von Persönlichkeitsmerkmalen ist angeboren, wie viel ist ansozialisiert und wie viel davon kann man bis in welches Alter verändern. Und ein unglaublich überraschendes, ich finde es ein schönes Ergebnis, weil es sich auch mit meiner Erfahrung deckt. Selbst diese Kontrollüberzeugung, was ja wirklich ein tiefliegendes Persönlichkeitsmerkmal ist, verändert sich über einen beruflichen Werdegang hinweg. Das war eine Langzeitstudie, die ausbildungsbegleitend war bei Erwachsenen. Wenn man die Menschen lässt, werden die selbstbewusst. Die gewinnen Selbstvertrauen. Und das ist so ein Steigbügelprozess. Man gibt den Menschen einen Vertrauensvorschuss, lässt sie was machen, sie machen ihre positiven Erfahrungen, kriegen Rückmeldungen von den Kollegen und trauen sich in der nächsten Runde wieder ein bisschen mehr zu. Und damit sind wir bei den Werten, die der Dominik heute Morgen, genannt hat, und der Wolfgang, die dieses Zyklische in der Selbstorganisation. In diesen Zyklen können die Menschen dies lernen und resilienter werden. Jemand, der von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen im positiven Sinne durchdrungen ist, den bringt auch eine Krise, irgendeine Änderung in dem Projekt oder sonst was nicht so schnell aus dem Gleichgewicht. Und die Kooperation solcher Menschen, das macht dann auch das größere Ganze resilienter. Und über diese Brücke der Menschen würde ich eigentlich zu meinem Schlussplädoyer kommen, dass die Resilienz vor der Effizienz kommt. Im Sinne von, die ist wichtiger. Die ist nicht komplett unwichtig, weil wir wollen ja auch Geld verdienen. Aber das hier geht im Zweifelsfall vor. So ganz im Sinne des agilen Manifestes, dass die Interaction over the processes gehen. Das heißt nicht, dass wir das wegschmeißen, aber die Richtung muss klar sein.